Herzlich willkommen heute bei unserem Format Naturmedizin. Heute widmen wir uns einem Thema, das liegt mir schon Jahre am Herzen, weil darüber habe ich auch meine Diplomarbeit geschrieben und das ist das Typ-2-Diabetes-Thema, die Süße des Lebens. Und ich durfte damals schon tief eintauchen in die Möglichkeiten, was es nicht alles gibt, von mediterraner Ernährung, über auch essen Sie, was Sie wollen, spritzen Sie einfach alles weg. Das sind natürlich auch Methoden, die ich jetzt nicht so günstig empfunden habe, aber ich lasse mich heute überraschen, was es für verschiedene Erkenntnisse mittlerweile gibt. Und ich habe heute Dr. Hobert bei mir zu Besuch, Facharzt für ganzheitliche Medizin. Und wir werden das Thema die Süße des Lebens, Typ 2 Diabetes und die Faktoren, die unseren Körper beeinflussen, woran wir es auch vielleicht erkennen, dass wir darunter leiden, obwohl es noch nicht ganz so erkennbar ist, alles mal in die Tiefe beäugen. Hallo Ingfried. Hallo. So, du hast schon gehört, ich brenne für dieses Thema. Ich hatte damals auch in meiner Diplomarbeit eine Klinik, mit der ich arbeiten durfte. Und wir haben dort mit mediterraner Ernährung gearbeitet. Also die Teilnehmer haben eine Woche kein Brot und keine Nudeln bekommen. Ja, der ein oder andere hatte dann mal so einen kleinen Aussetzer und ist kurz runter zur Tankstelle und hat sich einen Schokoriegel geholt durch den Entzug. Aber in der ersten Woche wurden 60% der Medikamente abgesetzt, Metformin schon am ersten Tag. Und die Fachzeitschriften mögen nicht so gern Werbung von diesen Kliniken in ihren Empfehlungen. Woran kann das liegen? Naja, Diabetestherapie ist im Moment ein Gesundheitsinvestment, wie es größer kaum sein kann. Nicht? Firmen machen kaum noch Umsätze mit Antibiotika oder mit Herzmitteln. Sie machen nur noch Umsätze mit modernen Krebsmitteln, mit Diabetesmitteln und mit Mitteln gegen Autoimmunerkrankungen. Okay. Und dementsprechend steht ein unglaubliches Budget zur Verfügung. Wir sagen heute, dass 40% nur der Umsätze der Pharmazie in Werbung gesteckt werden, nur 30% noch in Forschung. Das heißt, man unternimmt einen unglaublichen Aufwand, um den Diabetespatienten zu begleiten. Mhm. Und dahinter ist so ein bisschen das Denken, oh, du bist jetzt Diabetiker geworden. Und das macht aber nichts. Du kannst weiter am Leben teilnehmen wie bisher, kannst essen, was du möchtest. Und wir bedienen dich mit genügend Insulin. Wir haben immer wieder neue Spritzverfahren, wie du es dir einspritzen kannst, wie du deinen Zucker besser kontrollieren kannst, wo du es über Smartphone inzwischen auch den Zucker über einen Chip dann messen kannst. Das ist ein wunderbar, dass es diese Methoden gibt. Aber es wird hier damit geworben, dass man etwas behandelt. Man begleitet nur eine Erkrankung. Und wir Ganzheitsmediziner, wir sehen natürlich den Patienten immer als Person in seinem psychosozialen Umfeld mit seinen ganzen Lebensumständen und sehen da natürlich, jeder ist einzigartig und jeder braucht seine ganz eigene Therapie. Mhm. Und wir wollen natürlich mit dem Patienten immer hingucken. Wir nennen das ein lösungsfokussiertes oder ressourcenorientiertes Arbeiten, wo wir versuchen, erstmal gesunde Prozesse zu identifizieren und die gesunden Prozesse zu stärken und auf der anderen Seite die krankmachenden, entzündungsfördernden Prozesse zu reduzieren. Und gerade Diabetes ist eine Krankheit, die entsteht aus Autoimmunprozessen, die im Darm ihren Anfang nehmen. Und die Zahl der Diabetespatienten weltweit ist in den letzten Jahren von 100 Millionen auf über 450 Millionen gestiegen, also mehr als vervierfacht in den letzten 30 Jahren. Und das liegt zum Teil auch am Stress, an der Überforderung des Lebens mit seinem zu viel von allem, weil jede Form von Stress, von Adrenalinausschüttung, löst natürlich eine Zuckerausschüttung aus, damit genügend Zucker für den anstehenden Kampf mit dem Sägezahntiger, so was damals, zur Verfügung steht. Aber Hauptfaktor ist letztendlich die Ernährung, die denaturierte Ernährung, die nicht mehr natürliche Ernährung und dann die ganzen Zusatzstoffe. Mhm. Es gibt kaum einen Bereich auf der Welt, wo der so viel Intransparenz in sich trägt. Gut, wir hatten die Automobilindustrie mit dem Dieselskandal, aber das, was wir an Intransparenz in der Nahrungsmittelindustrie haben, das ist einfach unfassbar, mit welcher Kraft und Intensität verhindert wird, dass der Verbraucher genau weiß, was er zu sich nimmt und was er damit auslöst.
Und es gab mal einen schönen Arte-Film, wo schön gezeigt wurde, wie zum Beispiel die American Heart Association und die American Diabetes Society, also die großen Fachgesellschaften, wie die mit Millionenbeträgen gesponsert werden von der Nahrungsmittelindustrie. Mhm. Man sieht also hier eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ja. Der einzige Dumme dabei ist der einzelne Mensch. Und wir als Ärzte sind jetzt gefordert, im Idealfall präventiv auf den Patienten einzuwirken. Und das ist gar nicht so einfach, weil die Süße des Lebens wird natürlich sehr viel in der Nahrung gefunden. Und wenn das Süße dann wirklich überbetont wird mit versteckten Zuckern und dafür dann auch geworben werden darf, da kämpfen wir Ärzte gegen Windmühlenflügel. Ja, ja. Also Transparenz in der Nahrungsmittelindustrie wäre etwas Wunderbares. Freiwilligkeit können wir hier niemals erwarten. Und was unser ich habe aufgehört zu schimpfen über Minister, will auch da nichts Schlechtes sagen. Aber wir sind jetzt nach Corona gefordert, aufzuräumen mit Dingen, die so nicht sein dürfen. Und die Nahrungsmittelindustrie ist ein ganz großes Feld, das angegangen werden muss. Wir haben in Deutschland das schlechteste Essen in Europa, gefolgt von Österreich, ein bisschen weit im Abstand Schweiz. Aber kaum ein Land bietet seiner Bevölkerung so viel schlechtes, denaturiertes Essen. An 46%, so sagt die Statistik, ist industriell verarbeitet und trägt nicht zu unserer Gesundheit bei, sondern fördert Entzündungsprozess und macht uns langfristig krank. Und das wird mit allen möglichen Methoden verschleiert. Und das müssen wir als Ärzte einfach so sagen. Und das ist ein Drama, das jetzt nicht mehr sein darf und das man so angehen muss, wie man vorher das Rauchen angegangen ist. Ja. Ich hatte jetzt gerade bei der Klinik ja auch so ein bisschen den Einblick. Und wenn man billige Füllstoffe wie Brot und Nudeln, die ja wirklich nur Glucose, Zucker, Kohlenhydrate liefern, das ist ja für einen Diabetiker genau das, was er eben nicht bekommen soll, ersetzt wird durch Gemüse, dass es einfach auch ein anderer Kostenfaktor ist. Und gerade unsere Kliniken, die ja eigentlich heilen sollten, bekommen so ein kleines Budget für Lebensmittel, dass du zwangsläufig, wenn du halbwegs wirtschaften möchtest, auf billige Füllstoffe zurückgreifen musst. Ja? Mhm. Und da steckt ja schon so das Kernproblem an der ganzen Geschichte. Ja, ja, und es steckt noch höher. Also man kann bei der WHO, man hat ja heute ein besonderes Bild von der WHO nach den letzten Geschichten, gucken wir mal auf ein paar positive Dinge, die man da auch sehen kann. Sie verweist in großem Stil auf Studien, die zeigen, dass eben Milch- und Fleischprodukte sowohl Krebs als auch Diabetes auslösen. Mhm. Und diese Studien sind so eklatant, so greifbar und in so einer Massivität durchgeführt worden. Und trotzdem, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, amerikanische Ernährungsgesellschaften, sie alle haben immer noch in der Ernährungspyramide Fleisch und Milch ganz oben stehen. Und sowas können wir uns in der heutigen Zeit nicht mehr leisten. Wir können nicht auf der einen Seite vorgeben, wir wollen die Gesundheit des Menschen, des alten Menschen liegt uns so sehr am Herzen, dass wir ihn sogar im Separieren, sogar von den jungen Menschen fernhalten, Social Distancing in der heutigen Zeit. Wir können nicht vorgaukeln, dass uns Gesundheit so wichtig ist und auf der anderen Seite zulassen, dass wir in dieser Weise falsch informiert werden, wirklich absichtlich falsch informiert werden bezüglich der Umstände, die uns von der Nahrungsmittelseite her krank machen. Und wir wissen heute, dass 3/4 aller Menschen sterben an sogenannten chronisch degenerativen Erkrankungen. Und sie alle diese chronisch degenerativen Erkrankungen haben als Vorstufe schleichende Entzündungen. Low-grade Inflammation nennt man das. Das heißt, es sind Entzündungen, die im Darm mit Autoimmunprozessen ihren Anfang nehmen, dann über das Leaky Gut weiter über den durchlässigen Darm in die Blutbahn kommen und dann über Atherosklerose und über andere Mechanismen dann diese Autoimmunreaktion weiterführen zu den Gelenken, Rheuma, zur Bauchspeicheldrüse, Diabetes, zum Herzen, Herzinfarkt und dann natürlich zum Hirn mit Demenz und Alzheimer und dann natürlich zu den Krebserkrankungen. Ja. Ausgelöst durch Nahrungsmittel, wo sich eigentlich jeder darüber informieren kann.
noch nie stand uns so viel Wissen zur Verfügung, um uns genau ein Bild zu machen von dem, was wir uns zuführen. Und das ist meine Hoffnung, dass uns das gelingt, jetzt nach Corona auch in diesem Bereich zu schauen. Denn das ist die eigentliche Epidemie des 21. Jahrhunderts. Diese schleichenden Entzündungsprozesse, die dieses Entzündungsaltern auslöst, was uns 13 Jahre früher sterben lässt, als es eigentlich unserem biologischen Potenzial entspricht. Gerade das Thema Leber finde ich in dem Zusammenhang auch ein wichtiger Punkt. Da ich hatte ein Fallbeispiel, der hat immer gern seinen Rotwein getrunken, hatte aber erhöhte Fettleberwerte, die ja auch ausgelöst werden können durch zu viel Kohlenhydrate, Fruchtzucker, Fruchtsäfte. Also es ist ja nicht zwingend der Alkohol oder die böse Butter, die immer so kommuniziert wird, dass Fett Fett macht, ja. Und dann ist er wirklich mit der Info dann nach Hause gekommen, so er darf jetzt keinen Alkohol mehr trinken, hat seinen Wein weggelassen, da haben wir so auf eine Flasche, glaube ich, 8 Würfelzucker. Du hattest es schon mal in einem anderen Interview erwähnt, wir haben ja auch Flavonoide drin und da kann man ja auch ein paar gesundheitsfördernde Aspekte mit reinnehmen. Und dann hat er den Wein weggelassen und hat Traubensaft getrunken. Ja, und da hat er ja auf ein Glas 15 Würfelzucker, Fruchtzucker geht dann direkt in die Leber. Ja, wird ja dort auch, Triglyceride steigen an und geht ja wieder zurück. Also sprich, für einen Schulmediziner gelernt, so wie du das gelernt hast, und du würdest jetzt erhöhte Blutfettwerte erkennen, Triglyceriden, war das bei dir auch so, dass du dachtest, naja, das, also damals, wo man es gelernt hat, das war dann die Butter und der soll die Sahne weglassen und Knäckebrot essen? Ja, das Schlimme ist, dass gerade die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ja immer noch diesen alten Stand lehrt. Das ist ja das Unglaubliche, dass das noch nicht ausreichend kommuniziert wird. Gerade das Thema Omega-3. Es gibt nur die zwei aktiven Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Sie wirken entzündungseindämmend. Sie sind das stärkste Mittel, was wir gegen Diabetes, also gegen die schleichende Entzündung in der Bauchspeicheldrüse anwenden können. Aber auch Zimt, Kurkuma. Wir haben viele Heilpflanzen aus verschiedenen Kulturen, die alle, ich würde sagen, harmonisierend auf die Bauchspeicheldrüse Einfluss nehmend, die Zellen öffnen, die Zuckerausscheidung verstärken. Gerade in der chinesischen Medizin gibt es Rezepturen. Ich denke an die Atractylodes-Pflanze, eine Atractylodes-Rezeptur. Ich denke an Buchweizen, an Zimt. Es gibt so viele Baobab. Es gibt so viele Heilpflanzen, die alle verstärkt Zucker aus dem Körper ausscheiden können. Und wir haben nicht Alternativen zum Insulin. Ich würde erstmal sagen, Dinge, die wir als hochdosierte Heilkräuter zusätzlich ansetzen können, wenn wir an Diabetes leiden, dann sehen, wie die Zuckerwerte runtergehen und dann langsam den Zucker, den Insulinwert auch runtersetzen. Dazu kommt, dass ganz viele Menschen eine Insulinresistenz haben. Und gerade wenn jemand die Beobachtung macht, der Arzt hat ihm 30 Einheiten aufgeschrieben, Jahr später sind es 40 Einheiten, Jahr später sind es 50 Einheiten, da setzen wir es mal wieder runter auf 30, plötzlich passiert überhaupt nichts. Man merkt, man muss gar nicht so viel Insulin nehmen. Also Insulinresistenz bedeutet, der Körper reagiert gar nicht mehr aufs Insulin in seiner positiven Funktion, aber man nimmt all die negativen Nebeneffekte, nimmt man mit, nämlich Bauchfett und so weiter. Der Körper nimmt an Gewicht zu, das Fett wird verstärkt eingebaut. Wir haben also eine ganze Reihe von Möglichkeiten, erstmal additiv zusätzlich zur Schulmedizin mit bestimmter Ernährung und Kräutern zu arbeiten, also hochdosierten Heilkräuterextrakten. Nicht gerade die Firma Ethnohealth in Deutschland ist hier Vorreiter, wenn es darum geht, hochdosierte Extrakte auf den Markt zu bringen mit gut erforschten Heilpflanzenbestandteilen, von denen man weiß, dass sie zuckersenkend wirken, die aber nur als Nahrungsergänzungsmittel jetzt auf dem Markt sind, weil als Medizin, Arzneimittel darf man es nicht bezeichnen, ist es ja auch nicht. Aber es sind additive Dinge, die den Stoffwechsel unterstützen und die dann in der Beobachtung dazu führen können, dass man Diabetesmittel, wie du sie eben genannt hast, Stück für Stück reduzieren kann. Natürlich in Absprache mit dem Arzt, klar. Und das gelingt umso mehr natürlich die Rahmenbedingungen auch entsprechend gestaltet werden. Stress aus dem Leben rauskommt oder zumindest ein Gegengewicht geschaffen wird, indem man seinen Parasympathikus, den Vagusnerv stärkt durch bestimmte Übungen, indem man die Ernährung umstellt auf
auf Slow Food und auf viel Ballaststoffe, Polyphenole. Das ist ganz wichtig, indem man darmsanierende Präbiotika einsetzt. Also wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und in meiner Praxis am Steinhuder Meer geben wir sogar Infusionen mit entzündungseindämmenden Mitteln, wie zum Beispiel Kurkuma, DMSO, Alpha-Liponsäure, bestimmte Fettsäure, alles Dinge, die Entzündungsprozesse massiv runterfahren, sodass wir in Kombination dann mit einer Fastenkur und dann in Kombination mit chinesischen Heilkräuterrezepturen, anderen Ethno-Rezepturen aus der Ethno-Health-Apotheke, dass wir hier einen regelrechten Neustart praktizieren können, wo jemand regelrecht die Reset-Taste drückt und dann nochmal neu anfängt, sein Leben 2.0 ganz neu aufzubauen. Ja, gerade bei den Männern habe ich ja diesen Zusammenhang oft in den letzten Jahren festgestellt. Durch dieses Bauchfett, was gebildet wird, wird der komplette Hormonhaushalt aus der Bahn geworfen. Ja, durch dieses Absenken des Testosterons kommt es ja zu einer Östrogendominanz auch. Du unterbrichst mich, wenn ich was Falsches sage. Und dann hat es Einfluss auf die Potenz. Und zum Glück hatte ich das in ganz wenigen Fällen. Ich hatte auch Männer, die mir darüber berichtet haben, dass sie Gesichtsfeldeinschränkungen hatten und wirklich dann aus dem MRT rauskamen und im ersten Step ihnen gesagt wurde, sie hätten einen inoperablen Hirntumor. Dabei war es die Drüse, die versucht hat, die Hormone auszugleichen, ja, die Hirnanhangsdrüse, die sich angeschwollen hat, dass wiederum der Urologe gesagt hat, nein, um Gottes Willen, das ist kein Tumor. Wir korrigieren jetzt eben die Hormone und dann schrumpft die auch wieder und dann ist das Blickfeld auch wieder da. Also ich war einfach erschrocken darüber, was für Folgen das noch haben kann. Ja? Absolut, wir sprechen von der sogenannten Glykosierung. Das ist, wenn durch Zucker, Zucker ist wie ein Klebstoff. Wer mal Zuckerwatte im Mund hatte, weiß, wie klebrig sich Zucker auch anfühlen kann. Und zu solch einer Verklebung kommt es in den Eiweißstrukturen, gerade im Auge in besonderer Form, aber auch in der Niere. Selbst an den Gelenken kann es dazu kommen. Und diese Prozesse lösen Autoimmunreaktionen wieder aus und es geht eine Kaskade los, die immer schlimmer wird und dann auch bestimmte Reparaturenzyme ausschaltet, auch Telomerase-Enzyme ausschaltet, sodass Alterung schneller abläuft. Ja, ich hatte dann auch viele Hochmotivierte, die haben dann ihre Ernährung umgestellt. Also Kohlenhydrate reduziert und dann kam es aber über Nacht zu einer Gluconeogenese, also der Körper hat mehr Zucker wieder generiert und freigesetzt, dann hatten die morgens ganz hohe Blutzuckerwerte und haben die gesagt, ah, das ist ja eine blöde Ernährung. Also ich habe ja viel höhere Blutzuckerwerte. Kannst du das jetzt für einen Zuschauer, der sagt, ach Mensch, stimmt, das ist mir auch passiert, mir konnte das aber kein Diabetologe eigentlich richtig erklären, warum, obwohl ich keinen Zucker zu mir genommen habe, über Nacht so viel Zucker selber hergestellt hat? Oder wo nimmt er sich das her? Was sind da für Prozesse, die da ablaufen, die wiederum den Diabetiker, der sich ja auf diesen gesunden Weg machen möchte, erstmal in so einen Schrecken versetzen? Ja, also genau diese Schrecken sind eigentlich immer wieder Herausforderungen für den Körper. Der Körper möchte gerne im alten Modus weiterlaufen. Und wenn wir hier auch gerade durch Fastenkuren oder durch Dinner-Canceling, setzen wir den Körper für eine riesige Herausforderung. Und alle Herausforderungen lassen den Körper grundsätzlich erstmal wachsen und reifen. Das heißt, ein Teil wehrt sich gegen das Neue, aber der andere Teil nimmt es dankbar an, als würde er wissen, dass es zum langfristigen Wohle ist. Aber der Körper hat so viele Selbstreorganisationsmechanismen, dass wir gut beraten sind, wenn wir solche Dinge langsam angehen, über einen längeren Zeitraum, so wie eine Darmsanierung mit sehr vielen verschiedenen Probiotika und Präbiotika passieren muss. Und das über mindestens 6 bis 9 Monate. Das sind richtige lange Zeiträume. Und wenn man so eine Entscheidung für sich trifft, dem alten Grundsatz, alles was kommt, kann auch wieder gehen, folgen zu wollen. Wenn diese Entscheidung einmal getroffen ist, dann hat unser Wissen rund um Medizin, auch rund um Wissen aus den verschiedenen Kulturen, heute so viel beizutragen, dass es gelingen kann, sein Leben auf eine ganz neue Ebene zu stellen. Und das ist etwas, wozu ich jeden ermutigen möchte, ganz neue Ideen zu kreieren. Und dazu möchte ich mit meiner Arbeit in meiner Praxis auch am Steinhuder Meer beitragen, dass der Patient mit einer frischen Idee die Praxis verlässt, die ihn so motiviert, dass er sagt, ja, ich möchte wieder
nicht mit dem Fahrrad mit zwei platten Reifen durch den Alltag fahren, sondern ich möchte meine Reifen aufpumpen. Und weil ich weiß, Fahrradfahren macht dann mehr Spaß und ich kann viel weiter gesteckte Ziele erreichen und dabei mein ganzes Potenzial auch wirklich in Anwendung bringen. Und wenn so eine Entscheidung getroffen wird, dann gibt es Wege, dorthin zu kommen. Und ich bin der festen Auffassung, dass man 80% aller Typ-2-Diabetiker auf diese Weise grundsätzlich aus dieser Erkrankung herausbringen kann. Mhm. Aber nur der Patient kann es selber machen. Es braucht seine Entscheidung und dann sind wir als Ärzte gefordert, ihn auszubilden, ihm Hilfestellung zu geben, damit diese Selbstheilung dann über die Zeit auch gelingen kann. Ja, der beste Beweis, den fand ich damals, um einen Typ 2 zu bekommen, musst du ja wirklich über Jahre hinweg deinen Körper immer an die Kante bringen. Ja. Und dass man in einer Woche so einen Erfolg erzielt, dass man bis zu 60% der Medikamente absetzen kann, dass der Körper so schnell reagiert und in die Heilung möchte, oder ein Darm braucht ja auch so ein halbes Jahr, um sich wieder zu erneuern und zu regenerieren. Daran erkennen wir ja, was wir für ein Potenzial haben, gesund werden zu können. Und das finde ich natürlich auch nochmal eine große Motivation, gerade beim Typ 2 Diabetes, da nochmal hochmotiviert sich mit dem Thema Heilung zu befassen. Ja, also ich finde es regelrecht erschreckend, was möglich ist, weil uns wird ja klar gemacht, du bist einmal Diabetiker, jetzt bist du bis an dein Lebensende Diabetiker. Genau. Als würden wir jemanden in ein Korsett reinstecken mit einer gewissen Hirnwäsche und noch ihm das Angstpaket dazugeben. Und wenn du dich nicht dran hältst, dann wirst du blind und verlierst ein Bein und. Das ist ja richtig, aber es gibt auch die Möglichkeit, an der Ursache zu arbeiten und den Körper in seiner eigenen Selbstheilungskraft zu unterstützen. Aber dazu braucht es die Entscheidung, Leben wirklich grundlegend ändern zu wollen. Super. Schön, dass du heute hier warst. Danke für den tollen Austausch und war ja auch mein Lieblingsthema. Liebe Zuschauer, auch an Sie nochmal der Appell, wirklich gerade beim Typ 2 Diabetes, man darf natürlich nie alles pauschalisieren. Ja, also jeder ist individuell, jeder hat seine eigenen Möglichkeiten, in diesen Heilungsgeschichten fortzuschreiten. Schauen Sie einfach für sich, ob Sie hier was rausnehmen konnten für sich und bleiben Sie wach, informieren Sie sich. Und wir haben so viele Möglichkeiten, gerade beim Typ-2-Diabetes in die Bewegung zu kommen, uns mit den Themen auseinanderzusetzen. Und Sie merken, ich brenne immer noch für dieses Thema, weil ich einfach jahrelang Diabetiker auf ihrem Weg begleiten durfte und so viele schöne Erfolge mitsehen durfte, dass ich da einfach aus Überzeugung spreche. Und nichtsdestotrotz darf man nichts pauschalisieren und sollte auch immer im Austausch bleiben mit seinem Arzt und einen guten Arzt an seiner Seite finden dafür. Und vielen Dank, dass Sie heute da waren. Gute Zeit und bis bald. Tschüss.